Der Linienmanager stellte Herrn Bursi ausführlich seinen Fachbereich vor. So ein HR-Gespräch ist ja keine Einbahnstraße. Der Kandidat soll ja auch einiges über die Firma erfahren. Über Bursi war ja schon einiges bekannt. Broncos anzulernen, der HR-Kollege schwieg weiterhin, bewegte sich nach vorn und nach hinten und Bronco ließ den Geist baumeln. Die Vorstellung des Fachbereiches hat er einfach schon zu oft gehört. Er dachte daran, wie er bei Fachidioten oder Ausschweifern diese mit unerwarteten, manchmal sogar überraschenden Fragen aus dem Redefluss und Tunnel holte. Ich muss wieder mal kurz unterbrechen. Welche drei Personen des öffentlichen Lebens, egal ob lebendig oder tot, würden Sie eigentlich gerne mal zum Mittagessen einladen? Ein instandhalter Bewerber aus Mittweida antwortete 2005 mal darauf, wie aus der Pistole geschossen, mit Adolf Hitler, Josef Stalin, Pol Pot. Ups, ein Werwolf. Die ehrliche Haut teuer verkauft. Bronco ließ sich auch da nichts anmerken und notierte, recht authentischer Kandidat. Hat er den Job damals bekommen? Währenddessen lief der Sehtest mit Ralf Bomi Bursi. Der Fachbereich zeigte dem Aspiranten schon die vierte DIN A4 Sehtestkarte mit geografischen Figuren in 3D. Normalerweise kam kaum einer erkennend über die zweite hinaus und Bursi sah einfach alles, alles. Man muss fantastisch sehen und ein sehr gutes dreidimensionales Verständnis haben, um 8 Stunden am Tag durchgesägte Wafer unter einem Elektronenrastermikroskop auf physikalische Fehler zu untersuchen. Ja, und man muss aus Stumpfhausen kommen. Und keine großen Abenteuer von der Arbeit erwarten. Bronco thematisierte vorsichtig, aber doch etwas platitüdenhaft mit Herrn Bursi den möglichen Umzug von München nach Dresden. Die Strecke kann man ja nicht jeden Tag pendeln. Es folgte ein gekünsteltes Lachen. Der Kandidat antwortete total gelangweilt. Na klar muss ich umziehen, aber hier gibt es doch tolle Programmkinos und Museen. Und dann suche ich mir was Nettes und dann baue ich mir ein schönes Nestchen in der Neustadt. Das vierte Mal in knapp 1,5 Stunden, dass Bronco sprachlos war. Der Dr. Robert Hübner der Semiconductor-Szene guckte etwa gegen 20 Uhr in die Runde, sagte dann sehr deutlich, so, jetzt müssen wir hier aber Schluss machen. Ich habe noch Termine und muss mit den Regionalzügen zurück nach München. Da habe ich noch einige Stunden Zugfahrt vor mir und ich muss um 6 Uhr mit meiner Morgenschicht beginnen. Die Unterhaltung war sehr nett. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Ich muss jetzt los, vier gleich. Der Kandidat, Leiharbeiter in der Münchner Zentrale, stand auf, gab jedem die Hand und wollte gehen. Bronco moderierte gedankenschnell ab. Sein neuer personaler Kollege saß immer noch wortlos im Raum und murmelte erstmals etwas, ein halbverständliches Auf Wiedersehen, hat mich sehr gefreut. Bronco brachte Bursi nach unten, fragte noch, ob er ein Taxi zum Bahnhof bestellen solle. Dies wurde humpelnd verneint. Nö, ich fahre mit der Strabe, als günstiger für Sie, und dann war er weg. Er war weg. Bronco musste wieder in den Interviewraum zur Nachbesprechung. Sekunden wie Blutergüsse. Er musste das Auswahlgespräch mit dem Kollegen und dem Hiring Manager nachbereiten. Was sollte er sagen? Was sollte er tun? Bursi war der absolut Richtige für den Job. Nerdig genug und doch vielfältig interessiert. Er konnte hervorragend räumlich sehen und ihm machte die angestrebte Tätigkeit sogar Spaß. Auch dass er streng broch, war kein Problem, denn er hatte ja kaum bis wenig Kollegenkontakt. Was sollte Bronco empfehlen? Was würdet ihr tun? Er öffnete die Tür. Sein HR-Kollege saß immer noch bleich und wortlos in der Ecke und griff auf und ab, wippend zu einem Keks nach dem anderen. Der Teller war rasch leer. Der Fachbereich schaute ihn erwartungsfroh an. Was sollte Bronco tun? Was würdet ihr tun? Bronco sagte, also Jupp, auch auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt für total geisteskrank hältst, aber wir müssen einem Jungen ein Angebot machen, der war total genial.
Ich bin so froh, dass du das sagst. Ich dachte schon, ich habe die Vollweise. Nee, richtig, sofort morgen dem Mann ein Angebot unterbreiten und die Betriebsratsanforderungen starten. Der ist eingekauft. Bronco lächelte. Sein Kollege schaute mit weit aufgerissenen Augen. Erst auf Bronco, dann auf den Fachbereich und verließ dann kopfschüttelnd den Raum. Auch abends beim Essen im Barbers-Döner sprach er recht wenig und trank viel Bier. Er scheiterte an der Barriere der Wahrheit. PS. Diese Geschichte habe ich natürlich nicht so zugetragen, das glaubt er mir echt kein Mensch. Oder? PPS. Der einzige Mitarbeiter am Standort Dresden, der die Insolvenz des Carve-Outs für Logikprodukte überlebte und vom Mutterkonzern wieder übernommen wurde, war übrigens Ralf Bobby Bursi. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Vielen Dank.